What's up? Wir sind auf dem Weg nach Mainz zur Gewinnernacht. Wir fahren jetzt schon eine Stunde und jetzt noch eine halbe und dann sind wir da. Wir freuen uns heute, geile Persönlichkeiten kennenzulernen. Viele bekannte Gesichter. Bin jetzt hier gerade mit dem Benny hinter der Kamera und mit dem Os hinten. Hallo zusammen. Einfach der Bachelor. Haben richtig Bock, werden ein richtig geiles Video aufnehmen, ein paar geile Shots machen. Ihr werdet jetzt hier schon eine kleine Überblendung davon sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Jo, wir haben jetzt hier auf der Fahrt schon einige geile Themen gehabt. Interessanterweise kenne ich den Os jetzt schon seit wie vielen Jahren kennen wir uns? Seit ein paar Jahren. Fünf, sechs Jahre auf jeden Fall. So noch zu der Influencer-Zeit, da haben wir uns kennengelernt, Fitness und Blitzer. Blitzer? Kennt ihr diese Oma? Gewitter! Ja, Os, ich habe natürlich jetzt noch eine Frage, bevor... irritiert mich übelst, ne? Ich glaube, das ist das Handy, was drin lädt, oder? Oder nee, das ist mein Handy. Ah, warte. Da ist ein Blitzer, 120. So, Fahrstuhlmusik, Anhänger. Bitte. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, oder? Anhänger. Ja. Jetzt. Ich habe keinen Führerschein mit Anhänger. Okay. Os, ich habe natürlich jetzt eine spannende Frage, dadurch, dass wir uns schon so lange kennen. Warum bist du denn noch nicht mein Kunde? Jetzt hat er mich. Ja. Aber ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar, da wir uns ja auch nicht seit gestern kennen und ich auch so ein bisschen deinen Werdegang mitverfolgt habe. Also zunächst einmal ein ganz, ganz großes Lob an dich, definitiv. Also wirklich Umsetzer passt da sehr, sehr gut. Was war für dich der größte Mindset-Shift, welches wirklich ein sehr, sehr großer Hebel für dich selber war? Ich denke mal, die Person, die du jetzt bist, hast du wahrscheinlich auch schon vorher gesehen. Und ich denke, das ist auch noch nicht die finale Version von der Person, die du gerne sein willst. Was war aber so der Gedankengang, was einfach da wirklich dafür gesorgt hat, dass du anders ins Handeln gekommen bist, andere Sachen gemacht hast und im Endeffekt auch ja Mr. Umsetzer geworden bist? Danke, geile Frage, danke für das Lob. Das ist eine super geile Frage, weil es unterm Strich ums Umsetzen geht. Ja, also was meine ich damit? Jetzt sagt man ja vielleicht, okay, ich arbeite 12, 16 Stunden am Tag und ich setze schon um. Ja, 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 schön und gut. Der größte Mindset-Shift ist aber der davor, dass du wirklich ein Ziel haben musst, an das du felsenfest glaubst. Wenn ich dich jetzt frage, glaubst du daran, das Vermögen von Warren Buffett mal einmal aufzubauen? Ja oder nein? Nein, felsenfest nicht. So, nein. Deswegen wirst du auch niemals das Potenzial nutzen können, um dann in die Umsetzung zu kommen und die Resultate zu erzielen. Das ist wie so ein Kreislauf, ja? Erst Glaube, Potenzial. Umsetzen Resultate und dementsprechend kommst du gar nicht in diese Aufwärtsspirale. Das heißt, anhand dieses Beispiels möchte ich verdeutlichen, dass man erst felsenfest an eine Version von sich glauben muss, die man auch erreichen möchte. Das heißt, wer möchte ich werden? Es ändert sich später keiner daran, dass du 100k gemacht hast, 250k gemacht hast. Diese ganzen Peanuts, diese ganzen hier Porsche, AP Awards, das sind alles Byproducts von Erfolg. Das sind Byproducts von dem, der du geworden bist auf der Journey, die du gehst, die unternehmerische Reise. Und da musst du dir sicher sein. Also wer ist die Person, die du werden möchtest? Und glaubst du zu 1000% felsenfest daran, dass du das auch erreichen kannst? Und wenn du dich damit beschäftigst, das war für mich der größte Mindset-Shift, dass ich endlich eine gewisse Klarheit hatte, zu wissen, wer ich sein will und diese Person dann auch wirklich jeden Tag zu leben. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist halt umsetzen. Ne? Man kann viel über Mindset reden oder ja, den Tag strukturieren und so. Das sind alles Kleinigkeiten so. Also die meisten Leute haben viel zu viel Zeit nachzudenken, weil sie nicht umsetzen. Das ist Fakt. So, wenn du nicht umsetzt, dann hast du einfach viel zu viel Zeit mit irgendeinem Overthinking-Nonsense, die du verbringst. Macht keinen Sinn. Also umsetzen und zwar aber auch die richtigen Sachen. Weil wir alle, wenn wir keinen haben, der von außen drauf schaut, machen irgendwelche falschen Sachen, die wir nicht hätten machen müssen. In diesem Sinne schauen wir mal, wenn wir heute so treffen, welche spannenden Persönlichkeiten, geilen Vorträge, wie viele neue Kontakte wir machen. Und ja, wir brauchen noch irgend so eine Challenge für das Video. Wie viel der Gesamtwert der Uhren ist, die wir heute sehen. Das wäre auf jeden Fall ein geiler Titel. Ja. 50 Millionen an Uhren. Nee, so viel wird das nicht sein. Wir werden sehen. Seid gespannt. Haut rein.
Heute suchen wir wieder die goldenen Nuggets. Wir werden ein paar Leute interviewen, werden ja, einen richtig geilen Tag haben. Und ich würde sagen, wir reden nicht so viel drumherum, sondern wir gehen direkt rein. Let's go. Darf man denn als Performance-Trainer eigentlich schlechte Laune haben? Ja, man darf das. Aber nur 5 Minuten. Und nachdem man sich 5 Minuten aufgeregt hat, dann muss wieder alles normal sein. Weil, wenn du es andersrum machst, dann fixst du deinen ganzen Tag, deine Woche, deinen Monat und so weiter. Aber wenn du diese 5 Minuten Raum gibst, dann weißt du, hey, 5 Minuten kann ich jetzt richtig abpacken, danach nicht mehr. Und das musst du lernen zu kontrollieren, dich selbst zu regulieren. Eine der wichtigsten unternehmerischen Fähigkeiten ist emotionale Selbstregulation. Mark my words. Deswegen machen wir das bald auch bei dir. Sowieso. Bestens, sag mal. Sehr schön. Erstmal wirst du hier direkt ins Video gezogen. Ja, sicher doch. Wie viel Planung brauchst du ein Event? Wie viele Monate, wie viel Aufwand ungefähr? Ich sag meiner Business Development Managerin, dass wir das machen wollen und dann komme ich hier hin. Genau das ist das richtige Mindset, was man als Unternehmer braucht. Man lässt die Sachen nämlich machen. Ja, es gibt so viele Leute, die arbeiten noch selbst so viel, die denken, ich brauche überall noch den eigenen Qualitätsstempel. Also ich denke mal, ich gucke natürlich schon nochmal drüber, laufe hier mal durch und ich denke mal, wir haben, das ist jetzt die dritte Gewinnernacht, wir haben entsprechende Checklisten und so weiter. Also ich denke mal, sie ist damit vielleicht so 4 Vollzeittage beschäftigt oder so mit so einem Event. Vielleicht 5, aber mehr nicht. Also mehr als eine Woche auf gar keinen Fall. Und das musst du mir überlegen, wie viele Leute sind heute hier ungefähr? 800. 800. Schau mal, 5 Vollzeittage für so ein geiles Event und ich bin mir sicher, es wird geil. Wir machen ein richtig geiles Video davon. Deswegen, viel Spaß. Auf jeden Fall. Ja, euch viel Spaß. Ja, danke dir. Und ganz wichtig, beim nächsten Event erwarte ich ja das Speaking-Gig von mir, ne? Das erwarten schon ganz viele Leute. Ja, das habe ich. Kannst du das jetzt mal bestätigen, bitte? Bruh. Okay, wir fangen jetzt an. Wenn ihr euch konzentriert. Wir, Mega Seamaster 6000. 6000 Euro. Submariner. Audemars PG, Code 1159, 3 Zeiger, Weißgold, dürfte so um die 3000 liegen. Das ist eine Datejust, wie Color? Ein 40er? 40er. 14. 14? 12.650 Euro. 15.3, glaube ich. Also 40? Ja, genau. Ja, also. Jo, was geht? Du warst jetzt in Dubai. Ja. Wie war so der Mindset-Shift nach ein paar Tagen? Es war wirklich dieses, nichts ist unmöglich. Ja, Mann. Also einmal in Dubai, keiner trägt normale Schuhe, keiner trägt normale Klamotten, alles End-Level, High-End. Man merkt so, das ist die dickeste Gebäude, man geht mal auch die außergewöhnlichen Sachen machen, sieht dann auch diese Leute dort, man connectet sich mit denen, das ist schon ziemlich krass. Also würdest du sagen, nach Dubai reisen ist ähnlich wie mit mir zusammenzuarbeiten? Ja, End-Level. Um die 32 oder so? 32. Wenn ihr Mindset Probleme habt, geht's jetzt zum guten Wasser. Danke. Dann macht einen guten Job. Danke dir. Wie geht's dir? Eine Starbucks und die wird wert sein 15 oder so. 50k. Aber ey, du hast ja jetzt schon einige Strategiegespräche geführt, ne? Sag mal deinen Nummer 1 Tipp. Ich würde auf jeden Fall sagen, was wichtig ist, gute Laune, Selbstvertrauen und keine Zweifel. Das sind so die 3 Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Also ihr müsst positive Vibes haben, positive Energie, weil das, diese Aura geht über auf euren Gegenüber. Und was halt eben genauso wichtig ist, ist so dieses Selbstvertrauen, damit du auch Paroli bieten kannst. Es geht nicht darum, sich zu bieten oder zu diskutieren, sondern es geht darum, einfach, dass wenn er was Falsches sagt, du einfach das Selbstvertrauen hast, um zu erwidern und zu sagen, so ist das nicht, und damit man auch das, damit er das annimmt. Ja. So. Und keine Zweifel haben. Wenn du weißt, dass du gut bist oder wenn du gute Ergebnisse lieferst, hör auf zu zweifeln, weil Zweifel ist halt immer so der Türöffner für, ich mache jetzt heute das nicht oder es war okay, jetzt mal das zu machen oder jetzt mal hier zu scheitern. Keine Zweifel. Du stehst 100% hinter dem, was du machst. Das ist ein geiler Tipp, vor allem, was ich richtig geil finde. You sell your energy, sag ich mal. Ja? Ja. Also wenn du mich fragst, so, ich habe 52k gemacht, ohne Ads zu schalten. Ja. Es ist nicht immer nur Sales und Marketing, sondern du verkaufst deine Energie. Und das finde ich bei dir auch geil. Ja. So alleine, wie du einen anschreibst. Ja? Ja. Du musst euch vorstellen, so, es ging um Verlängerung und du schickst mir die ganze Zeit GIFs. Ja. So, irgendwelche lustigen GIFs. Und ich denke mir so, das ist ein neuer Weg. Weißt du, du musst einfach mal ein bisschen anders sein als die graue Masse. Nicht immer nur das Gleiche machen, auch deine eigene Persönlichkeit mit einbringen und fucking authentisch sein. Ja. Und das verkauft jetzt zu 100%. Gut, sind wir uns einig. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ich bin weg jetzt. Macht einen Hammerjob, wirklich, Leute. Bringt euch auf den nächsten Unternehmerisch. Da. Da passt wieder. Made in Support. Joran, bester Mann, ja. Rolex GMT Master 2. Was kostet die? 10 habe ich damals bezahlt. Braucht ein bisschen. Ja. Das ist wie Tee, der muss noch ziehen. Lecker. Ja, okay. Kann man nichts sagen, oder? Also nächstes Mal, wenn der Proteinbar es braucht, schön zu Markus seinem Team gehen.
ja. Dann werde ich natürlich dafür damit versorgt, damit der Bizeps auch wächst. Absolut. Sehr gut. Danke dir. Sehr schön. Sehr lecker. Du machst heute noch ein paar Liegestütze mit Jeremy. Heute? Ja. Mal schauen? Ja. Okay. Das wollen auch deine Follower, wollen das doch sehen. Ich würde es machen. Ja. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber dann macht er nachher einarmige, dann bin ich am Arsch, der. Ist da nichts mehr drin mit den einarmigen mit dir? Ah. Kannst du einarmige Liegestütze? Ja. Noch? So ein paar. Huh? Ja, heute bin ich das so. Ja. Ich hab mein. Wir müssen los jetzt. Basti, ich muss sagen, dein Film, ich hab den letztens zum ersten Mal gesehen in einer WhatsApp-Gruppe. Ah, geil, ja. Und hab gedacht, was ist das für ein verdammt geiler Film? Ohne Spaß. Ist so geil geworden. Wir haben auch Basti nachgezeichnet als Figur. Also, Basti ist halt eine Personenmarke, das heißt, man muss ihn auch wirklich kennen. Wir haben ihn dann nachgezeichnet. Und dieser Moment ist geil, ne? Wenn ich dann so reinkomme und so, hey, ich bin Bastian Schmidt. Das ist einfach geil und vor allem, ich habe ja mit dem Film nichts zu tun gehabt. Ich habe das Drehbuch geschrieben, die Bilder nicht gezeichnet. So. Ja, genau. Deshalb darf ich uns als Firma da auch loben. Ja, natürlich. Und dachte, also, und Basti, wir sprechen heute über Videomarketing. Ja? Oh, geil. Und du hast diesen Film auf eine ziemlich smarte Weise. Wie kann man dich finden, deine Mastermind finden, wenn man jetzt Bock hat? Meine Mastermind finden auf umsetzer.de/mastermind. Da kann man drauf gehen. Und sonst umsetzer.de auf YouTube, Bastian Schmidt, einfach Umsetzer eingeben, geile Vlogs heute auch hier, auch mit meinem Kameramann, wir sind überall vertreten. Sehr ja. geil, Basti, geiler Typ. Danke dir. Alrighty. Geil, Mann. Das ist eine Orient, 200-300 €. Geil, da haben wir die auch mal dabei. Ja. Es geht. Alles gut? Ja, und mit dir? Ach, das ist ein Datejust einfach. Ganz klassisch, mit brillanten F3 habe ich eine Liste bekommen damals. F3, Liste. Ja, nice. Genau. Moin. Moin. Hi. Moin. Ich habe hier eine Omega, Speedmaster, die Moonwatch. Ne? Und ich habe damals 7,5 bezahlt. Mein erstes Mal mit der Uhr, genau. Geil. Das ist eine Cartier Santos in Vollgold. Geil. 37,5 aktuell. Geil. Ja, kauft euch vor allem eine Uhr, die zu eurer Brand passt, weil das ist entscheidend. Ja, nicht einfach nur Luxuskleidung kaufen oder Luxus generell, um damit irgendwie zu imponieren, sondern schaut, was ist eure Marke und passend dazu solltet ihr euch auch kleiden. Ja? Genau. Da muss man vorsichtig sein, dass man nicht inauthentisch auftritt. Rolex Yachtmaster, ich glaube 11,2. 11,2. Macht viel Sport, wie Basti ich nicht, aber er hat ja Muskeln, hört auf ihn. Okay, das kam richtig unverhofft. Alles klar. Was war das? Keine Ahnung. Daniel Hoppmann, meine lieben Damen und Herren. Tschüss. 7 Vintage. Eine Freiwillig-Giraffe. Und wie Olivenbaum. Oh. Okay. Ja, abheben. Urlaub. Ja. Ich glaube, so 43 oder so. Kommt hin, ja. Du hast ja erfolgreich deine erste Agentur skaliert jetzt. Mhm. Da steht ja auf 500.000 plus minus, oder? Genau, im Monat. Im Monat? Ja, klar, im Monat. Ja. Muss man dazu sagen, ja. So, was war für dich auf dieser Journey von 200 bis 500.000? Was war für dich am allerwichtigsten? Ich glaube, das Wichtigste ist, so ein Team aufbaust, auch mit Führungskräften. Mhm. Du wechselst quasi als Inhaber der Firma auch die Rolle, weil du bist nicht mehr in jedem Prozess selber involviert, sondern du bist auf einmal sozusagen nur noch Teamleiter von den Teamleitern sozusagen. Ja. Und diese Führungsebene, die etabliert sich dann. Ja, da musst du halt schauen, okay, wer in deinem Team hat vielleicht diese Fähigkeit, ne, im Fulfillment vielleicht so eine Schlüsselfigur zu spielen, im Vertrieb eine Schlüsselfigur einzunehmen. Selber dann auch als Chef trotzdem mal, obwohl du nicht mehr drin bist in den Prozessen, trotzdem mal ganz gezielt auch mal reingehen und gucken, okay, wird hier irgendwas ineffizient gemacht? Ne? Ah, okay, wie so ein kleines Praktikum in deiner eigenen Firma nochmal zu machen. Das machen wir jetzt tatsächlich also regelmäßig. Das ist ein cooles Mindset, Alter. Ja. Wie gehst du vor, um deine Mitarbeiter richtig zu entwickeln? Holst du dir auch mal externe Leute rein, die dir einen Workshop machen und so weiter? Ja. Also wir haben mehrere Berater, sag ich mal, in verschiedenen Bereichen auch für unsere Mitarbeiter, dass die auch, sag ich mal, führungstechnisch auch vorankommen können und aber auch sowas wie Copywriting Vertrieb, da holen wir uns auch immer mal externe Impulse nochmal reingucken, okay, was können wir dazulernen, also wir sind da eigentlich immer hungrig nach neuen Impulsen. Eine Frage, die ich jetzt gerade noch super spannend finde, in dem Prozess, in dem Wachstumsprozess bist du natürlich auch stark gewachsen, das heißt, du bist ja jetzt jemand anders, als wenn ich mit dem Marvin von vor 3 Jahren sprechen würde. Ja. Hast du das forciert, hast du das immer als Byproduct gesehen und
Wie würdest du sagen, wie wichtig ist die eigene Entwicklung? Weil ich sage immer, hey, die Identität, also das, wer du bist, den musst du es erstmal vormachen, damit dein Business nachziehen kann. Ja. Weil sonst hast du immer diesen Struggle, oh, ich bin noch nicht bereit, oh, ich bin noch nicht gut genug, solche Sachen. Ja, meiner Meinung nach ist halt das Unternehmen ein Abbild von dem Gründer selber. Das heißt, wenn du halt mental nicht fit bist, dann ist dein Unternehmen nicht fit. Wenn du körperlich nicht fit bist, dann ist dein Unternehmen auch nicht fit. Sobald du da halt irgendwie an eine Abwärtsspirale persönlich kommst, kommt auch dein Unternehmen zwangsläufig eine Abwärtsspirale. Merkt euch das, das ist so wichtig. Wenn man diese Korrelation mal begriffen hat, dass es wirklich bergab geht, wenn es einem selber schlecht geht. Wenn du nicht mehr darauf achtest, ins Gym zu gehen oder so, das wird sich, am Anfang merkst du es noch nicht. Das ist aber, das schleicht sich ein, das ist dieser Broken Window-Effekt. Ne? Ja, genau. Und dann bist du hier immer nicht so aufmerksam im Unternehmen und lässt da mal was durchgehen und so weiter. Wenn du aber immer on point bist, wenn du on point trainierst, dich on point ernährst, keine Ahnung, vielleicht dann auch deine Ziele und so weiter, auch persönlich alles aufschreibst und einfach Persönlichkeitsentwicklung bei dir selber halt betreibst. True, so wichtig. Das ist meiner Meinung nach der größte Schlüssel halt, um im Unternehmen dann auch den Erfolg zu sehen und aber auch genauso den Misserfolg zu sehen. Wenn du dich hängen lässt, dann geht's auch vielleicht nicht direkt, aber früher oder später dann auch bergab. Richtig. Also sehr geile Informationen hier. Ihr seht, das eigene, wie man sich selber priorisiert, wie man sich selber sieht, das ist das Spiegelbild, was dann auch im Unternehmen sichtlich wird. Dementsprechend priorisiert euch selber, macht's wie Marvin, macht's wie andere, die sich priorisieren, und dann werdet ihr auch schneller vorankommen. Danke dir. Ja, danke. Speaking-Auftritt, richtig geil. Was wirst du denn erzählen? Ich löse die zwei Grundprobleme im Marketing, nämlich falsche Kunden anzuziehen und halt vergleichbar zu sein mit anderen. Dann werde ich auch einen Abschnitt von deiner Webseite auch zeigen. Wird richtig cool. Geil. Also, wir werden ein bisschen davon einblenden. Bist ein richtig geiler Typ. Haust immer richtig geiles Knowledge raus. Und was ich an Matthias so cool finde, ist, der hat immer den anderen im Sinn. Und das ist, denke ich, extrem wichtig. So unterscheidet man sich auch, indem man sich darauf fokussiert, was man zu geben hat. Genau. Danke dir. Ja, bei dir? Ja, als bestens. Sauber. Hallo. Hi, Basti. Und du? Wie heißt du? Tim. Tim, freut mich. Hm? Wann seid ihr mit Stand hier? Gar nicht, ich bin der Stand. Okay. Wir machen nämlich kein Coaching, wir machen Training. Und der Peter, der ist seit 3 Wochen im Training. Wie gefällt es dir? Berichte mal für jemanden, der sich das nicht vorstellen kann, wenn ich jetzt vielleicht hier auf so einem Event sieht. Was ist passiert? Was verändert sich? Ja, auf jeden Fall. Da verändert sich auf jeden Fall sehr viel. Gerade so als Coach, Berater, Dienstleister, wenn man schnell erwachsen ist, dann weiß man noch gar nicht von den Problemen, von den Mindset-Problemen, die man hat. Also man weiß ja nicht, welche Probleme man hat in Bezug auf Mindset. Und da ist es extrem wichtig, dass man die einmal erleuchtet bekommt, einfach durch so einen externen Trainer wie den Bastian. Ja, geil. Das hast du schon gut gesagt. Das ist das Stichwort hier, weil das ist wirklich einfach sehr individuell. Das passt sich sehr auf deine Situation an. Du weißt direkt, was du umsetzen kannst. Deswegen ist ja auch das Umsetzertraining, sag ich mal. Du kriegst da wirklich eine 1:1 Anleitung, was du machen sollst. Das ist einfach nicht so ein Mindset-Gelaber, was man jetzt vielleicht von anderen Trainern kennt, sondern man hat da wirklich einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie man das richtig aufbaut. Ja, geil. Okay. Danke dir. Davor hast du ja nicht so schnell umgesetzt. Ja, das stimmt. Also teilweise merke ich jetzt so, wenn ich an einem Vormittag erledige ich teilweise die Sachen von 1,5 Tagen oder 2 Tagen. Von there you go. There you go. Halt echt, da weiß man teilweise nicht, was man mit der Zeit machen soll, wenn es zukommt. Das ist der Wahnsinn. Danke dir. Sehr geil. Ich muss mal ein bisschen mehr umsetzen. Dafür müsst ihr ja bei mir zum Glück. Ja, ich muss mal ein bisschen mehr umsetzen, weil es ist nur eine 400-Euro-Frisur. Egal, die ist auch schön. Guck mal, die passt auch schön, für die. Ja. Polo Ralph Lauren, guck hier. Man kann es ja auch vom Polo Ralph Lauren einholen. Ganz günstig. Auch schön. Ist ja auch scheißegal. Ne? Wer sich über Uhren definiert, der hat sowieso was nicht verstanden. Aber sie sind natürlich schön und sie sind sehr wertstabil. Bevor das Geld auf der Bank liegt, hast du lieber am Handgelenk. Aber meine Frage an euch: Gibt es eine Sache, die ihr meinen Kanalzuschauern schon immer mal sagen wolltet? Umsetzen. Umsetzen und gleichzeitig den Purpose auch dabei nicht aus den Augen verlieren. Sehr gut, sehr wichtiger Punkt. Und gönnt euch ein Dagobert Duck Mindset. Was das ist, das erfahrt ihr auf umsetzer.de. Mit jedem rumzuschlagen. Wenn ich mit jemandem persönlich arbeite, dann muss ich den cool finden. Dann muss ich mehr in dem sehen können. Bei manchen tut es einfach nicht. Das Training von Basti ist der Wahnsinn. Ich kann es jedem nur empfehlen, der Umsetzungsschwierigkeiten hat, genauso wie ich. Und würde es jedem weiterempfehlen, definitiv. Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Wenn ihr wirklich zu Umsetzern werden wolltet, geht zu dieser Maschine her. Schönen guten Tag, die Herren. Rolex Stager 36. 12K, sagen wir. Okay, 16. Sehr gut. Was macht deine Uhr? Das ist eine AP 15500.
Die kostet 40.000 Euro ungefähr. Hast du die für Liste bekommen oder musst wie wichtig ist das Thema Mode bei dir im Business, generell für Produktivität und sowas? Genau, ja. Das ist eine geile Frage, weil ich sehe das als einen ganz wichtigen Indikator, weil so wie du dich kleidest, so fühlst du dich ja auch. Wenn ich jetzt, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt mit einem Dreireiher in mein Büro kommen, aber du hast ein anderes Feeling. So wie du jetzt gerade auftrittst, hast du auch ein anderes Feeling, als wenn du jetzt hier mit Jogginghose stehen würdest. Das heißt, man sollte schon darauf achten, dass man geile Kleidung trägt und dass man sich vor allem wohl drin fühlt. Also nicht so ein Lelek sein, ja, der sich kurz in den Anzug quetscht und dann einen auf Business macht. So die Inauthentizität, das merken die Leute und das merkst du auch selbst, indem du dich unwohl fühlst. Das heißt, da authentisch sein, das ist ganz wichtig und dann kannst du natürlich auch mehr Leistung bringen. Da bin ich bei dir, ja. Wie wichtig ist die Kleidung im Business? Kleidung im Business ist extrem wichtig, weil du natürlich Kunden anziehst und abstößt, so wie du aussiehst. Das heißt, so wie ich mich anziehe, gibt es natürlich Demarketing. Jetzt Leute, die sagen, boah, warum trägt er keinen Anzug, wenn er Millionen Unternehmern hilft und so weiter. Ja, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, fühle ich mich scheiße. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit mich nicht wüsste zu kleiden, dann stoße ich natürlich auch die Leute ab, die wissen, sich zu kleiden. Das heißt, da auch mal Auge drauflegen, Stilberater holen, Attacke, rein in die Masse, wie eine Anzugkrawatte. Peace out. Ja, geil. Danke, Mann. Ja, Basti, was machst du denn genau? Der 1-2-1 Business Sparring für erfolgreiche Agenturen. Business Sparring? Business Sparring, ja. Können wir auch mal ein bisschen Sparring machen. Ja, alles gut. Ich will dir nicht wehtun. Das passt schon. Ach so, ja. Roundhouse-Kick von dir und ich schicke hinten rüber, ja? Ich bin auch kein Tierquäler. Alles gut. Aber ich habe Maschinenbau studiert. Ja. Sehe ich. Kann ich dich zerlegen. Was glaubst du, sind die größten Mankos bei den Leuten? Erzähl mal ein bisschen. Viele denken, okay, umsetzer.de, die Leute setzen schlecht um oder sind also letzten Schritt. Hab ich gedacht. Genau, das ist aber nicht so, weil die meisten Leute setzen ja um. Die Frage ist, wie viele davon sind die richtigen Sachen und wie viele falsche Sachen setzen die Leute um? Wenn du dir so ein Gefäß vorstellst, okay, die großen Steine sind die richtigen Sachen, ja, und da drin ist aber auch Sand und Wasser, das sind die falschen Sachen, die man macht. Doch filigrane Sachen, granulare Sachen, die man später machen sollte. Von denen man vielleicht denkt, dass man die jetzt machen muss, aber gar nicht jetzt machen müsste. Und dafür geht Zeit drauf. So, weil du es selber nicht besser weißt, weil du selber auch blinde Flecken hast. So. Nein, pass auf. Also einfach in den Arsch treten, einfach die richtigen Sachen machen, zu schauen, dass du einen Business-Sparringspartner hast, der auch mal Wort und Tat mit Wort und Tat zu sagen. Aber das ist auch ein springender Punkt. Business-Partner. Ich habe einen geilen Business-Partner. Ja. Und wenn du einen geilen Business-Partner hast, der erlaubt auch gar nicht, dass du wirklich schleifen lässt. Also der hasselt ja auch, der zieht ja durch. Ja. Und der hat eine Erwartungshaltung, die will ich nicht enttäuschen. Ich ziehe auch durch. Genauso, das ist so Ida. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das ist korrekt. Aber nicht jeder hat so 100% vom anderen. Weißt du? Es gibt auch Businesspartner, die mindfucken sich gegenseitig. Ich habe sehr, sehr viele Agenturen, die sind zu zweit. Und die mindfucken sich einfach gegenseitig. So, und dann brauchst du eine dritte Instanz, die einfach sagt, hey, ich sehe das so. Und dann komme ich und dann sagt der mir, was Sache ist. Wir machen das jetzt so. Okay, das heißt, in deinem Coaching ist nicht nur Umsetzer, wie die Domain heißt, sondern da ist auch so Mediator, strategischer Partner. Ja, genau. Das ist wie die externe Stabsstelle sozusagen. Kennst du auch einen Geschäftsführer, Stabsstelle. So, das wo du den Leuten hilfst, quasi die richtige Entscheidung zu treffen oder bei Streit ein bisschen schlicht ist. Genau, richtig. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, richtig zu priorisieren, zu sagen, was sind die richtigen Sachen, was sind die falschen Sachen und einfach immer da zu sein. Wie viele Calls sind das denn so innerhalb des Coachings? In meinem? Ja, genau. Wir haben 2 Calls die Woche. So, und wie lange geht ein Call im Schnitt? Beantwortest du wirklich alle Fragen, bis alles geklärt ist? Oder sagst du nach 2 Stunden, habe ich keinen Bock mehr? Nee, wir beantworten alles. So, das ist schon mal geil. Ist auch ein kleinerer Kreis. Ich habe bei sehr vielen Kunden gekauft, sehr vielen Coaches gekauft. Und da waren zum Teil Coaches drin, die auch so ein Ding mal aushaben, also haben es ausfallen lassen und so. Also richtig, ja, das war cringe. Das also cringe. Du zahlst halt Geld. Du zahlst halt Geld und dann ist es halt so, dass es trotzdem irgendwie in irgendeiner Form vertagt wird, ausfällt oder so. Ich möchte jetzt meine Namen nennen. Ja, okay, das passiert bei dir nicht und du beantwortest jede Frage. Aber nenn mir gleich mal den Namen, bitte. Ja, hintenrum. Ja, die Kamera ist aus. Also das heißt, 2 Calls die Woche. Und was sind so, wie viele Module gibt es innerhalb des Videokurses? In dem Videokurs, in dem ersten, das Umsetzertraining, sind 8 Module, 8 Wochen. Okay. Das ist wie ein Bootcamp. Du musst jede Woche diese eine Woche schauen. Da gibt es auch kein Durcheinanderschauen. Du musst es chronologisch aufbauen, weil dieser Videokurs ist daraus entstanden, von meinen 5 Jahren 1:1 mit Agenturinhabern. Jede Frage kleinlich aufgeschrieben, alle chronologisch gelistet und dann Videos dazu gemacht. Das heißt, die kriegen quasi auf dem Silbertablett in 8 Wochen das, wofür ich 5 Jahre gebraucht habe. Aber ist das denn sehr viel? Ich meine, die kaufen ja Umsetzer.de und schaffen die es dann auch, das umzusetzen? Ja, klar. Das sind 3 Stunden Videomaterial die Woche. 3 Stunden Videomaterial. Okay, das ist sehr geil. Das ist eine halbe Stunde am Tag, die du investieren musst. 3 Stunden Videomaterial, 2 Calls die Woche. Darüber hinaus gibt es eine Facebook-Gruppe. Gibt es irgendein Gruppenformat, wo Leute sich austauschen können? Oder ist es sehr privat? Nein, das ist privat. Sehr privat, weil es private Probleme sind. Okay. Richtig, korrekt. Gibt es noch irgendeinen anderen Support-Kanal?
Es gibt dann, also das ist das Videotraining, ja. Also das Training. Die dann gibt es 1:1 Business Sparring. Ja? Ah, mit okay, dem One-Step-Support, wo du näher an mir dran bist, näher an Chris dran bist. Ja. Da kriegst du halt extra Support. Und dann gibt es nochmal Platin-Partnership ganz oben, wo du komplett privat bist. Platin-Partnership, alles klar. Habt ihr gehört? Also, wenn ihr Bock habt, das ist und natürlich Mastermind, ja? Mastermind. Ja. Mastermind gibt's noch. Das ist zum Beispiel was für euch, wo ich euch auch sehe. Ihr macht ja ein 7- oder fast 8-stelliges Business jetzt, ne? 8-stellig, ja. Ja, sehr geil. So, mit einem Mastermind, die ich einmalig anbiete, wo du reinkommst und es ist eine Veranstaltung. So ein bisschen elitär, du musst eingeladen werden. Genau, du kriegst eine exklusive Einladung. Also ähnliche Leute mit ähnlichen Umsätzen, ähnlichen Problemen. Ja, genau. Da geht ja viel um Mitarbeiter etc., wo es einfach passt. Sehr, sehr geil. Ja, Bastian, genau. Vielen Dank. Danke, Mario. So, jetzt mach Abmoderation bei deinem Kanal. Ne? Abmoderation. Dankeschön. Ja, erstmal, ich glaube, wie viel Umsatz hast du gemacht letzten Monat? Im Januar 255. Was habe ich dir damals gesagt? Du hast gesagt, schwarzes Reich. Genau, habe ich gesagt und habe ich gemacht. Hat er gemacht, ja. Wie viel? 255.000 Euro im Monat. Krass. Ja, ist richtig. Du bist, als du zu uns gekommen bist, hast du, keine Ahnung, 10k gemacht. Ja, wir haben gar nichts gemacht. Wir waren Influencer und es war so. Das ist krass. 10-15k haben wir gemacht. Das ist krass. Ja, und das ist halt die Macht eines Mentors. Ja? Man braucht immer Leute an sich, die auch einem einfach Klartext sagen, was Sache ist. Das ist so wichtig. Und das macht er, ne? Das ist das, was wir machen, ja. Ja. Kommt das deine Frage, oder? Meine Frage ist... Ich nehme dich gerade in deinem Vlog einfach auseinander, gell? Warum? Alter? Bei ihm sieht halt alles geschnitten top aus. Wir lassen einfach volle Länge drin. Ja, ich lasse auch volle Länge drin. Was denkst du hier? Wir können mal gerne Sparring machen jetzt. Nein, pass auf. Folgendes. Wir haben gehört, dass die Leute, die sagen, sie haben keine Mindset-Probleme, wirkliche Mindset-Probleme haben. Ja, die haben die meisten Mindset-Probleme. So, wenn dir einer sagt, ich habe kein Ego-Problem, dann hat er in der Regel ein Ego-Problem. Genau. Und wie erkennt man jetzt, dass man so ein Ego-Problem hat? Ja, wenn man da sagt, ich hab kein Ego-Problem, dann hat man ein Ego-Problem. Dann muss man das erkennen, oder? Ja, also ich werde da gleich auch in meinem Vortrag drüber sprechen. Ja, genau. Aber viele Leute haben ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein, wenn sie sich mit der Sache nur ein bisschen beschäftigt haben. Hm. Wenn man auch, glaube ich, Dunning-Kruger-Effekt oder so. Das stimmt. Kennst du das? Ja. Und man muss halt immer sich vor Augen führen, wie wir sind vielleicht in dem Bereich, in dem ich besser werden will. Also ich bin zum Beispiel gut im Business, aber ich bin halt voll schlecht im Kochen zum Beispiel. Ja. Und wenn ich jetzt kochen wollen würde, dann würde ich jetzt nicht hingehen und so tun, als wäre ich voll der Typ, der voll Ahnung hätte. Genau. Und ich sage, ey Leute, ich habe da gar keinen Plan von. Genau, und das muss man sich auch eingestehen. Ich würde dann zu einem Coach gehen, der mir das dann beibringt. Ja, oder ein Koch, der mir beibringt und mir das lehrt, wie das funktioniert. Richtig. Ich habe nicht mehr gekocht bei 4 Jahren oder so und es funktioniert auch nicht so. Ist ja auch ein Zeitfresser, braucht man nicht. Genau, so ein Zeitfresser. aber man muss halt wissen, was kann man und was kann man nicht. Und da muss man einfach ein Bewusstsein kriegen. Wenn du das hast, dann hast du auch, sag ich mal, ein relativ kleines Ego. Das muss man immer wieder vor Augen führen. Okay, was kann ich? Was kann ich nicht? Und wo sollte ich besser mal Leute zuhören? Und wer ist einfach vielleicht in dem Lebensbereich weiter als ich und wen kann ich als Mentor annehmen? Genau, das ist sehr wichtig, dass man sich reflektiert und dass man wirklich auch diese Mentoren aktiv sucht. Weil damals war es ja bei mir auch so im Business, ich habe 10k gemacht und habe damals gedacht, ja, das ist jetzt der heilige Gral. Ja. Jetzt weiß ich, das ist gar nichts. So, bin dann auch zu euch gekommen, immer weiter. Und dann finde ich auch wichtig, dass man nicht aufhört. Ja. Weil es gab ja auch mal eine Zeitspanne, da war ich nicht bei euch, wo ich mir dann gedacht habe, ja, man kriegt Hybris, die dann immer reinkickt. Ja, wenn man einfach, sag ich mal, übermütig wird und denkt, ich habe alles gecheckt und ich brauche kein Input mehr. Korrekt. Und das ist Nonsens. Also das ist kompletter Nonsens zu denken, jo, jetzt kann ich das wieder alleine versuchen. Das ist auch wieder jedem. Das passiert jedem, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Naja, man kommt ja sowieso wieder zurück. In so seinen Film rein und dann ist man dann drin und dann kommt man auch wieder raus. Ja. Oder wenn man wieder auf die Presse fliegt, das gehört dazu. Und dann holst du wieder die richtigen Leute. Wenn man es aber vermeiden kann, ja, mit einem Mentor an der Seite, so wie dir oder uns, sollte man es halt vermeiden. Genau, da muss man sich einfach die richtigen Leute rumholen, die halt das Segel auch wieder richtig können. Genau. Damit man dann wieder auf Kurs ist, ja. Dann gehen wir segeln. Sag du es mir, in Dubai. Auf der Mastermind, da bist du ja auch dabei. Wenn wir da ein Segelboot finden, ich glaube, da gibt es in Dubai. Ja. In Dubai. Ja, hallo. So, pass auf. In Dubai waren wir letztes Mal, ne? Dubai. In Dubai, genau. Dubai. Dubai. Habibi. Wie wichtig findest du Masterminds in einem Kontext? War das wichtig, wenn man Online-Kunden betreut, dass man die auch offline sieht. Heute bei diesem Event sehe ich so viele Leute, die ich nur online durch die Arbeit kenne, was gut ist. Aber es ist natürlich was Besonderes, die offline zu sehen, kann man ihnen auch guten Boost geben noch zusätzlich. Ja. Ist wichtig. Safe. Also wichtig, Masterminds sind wichtig. Jetzt Nummer 1 Tipp. Was kannst du meinen Zuschauern für einen Tipp geben, den sie im Alltag easy umsetzen können? Wie heute der Vortrag auch schon halt mein Thema war, lasst euch überprüfen. Ja. Weil egal was ihr macht,
vegan, nicht vegan, dies und jenes. Die letzte Instanz zählt und das sind Fakten, schwarz auf weiß, wie sind die Werte bei euch. Wenn ihr das checkt, seht ihr die Baustellen, wo ihr euch schwachen gliedert. Selbst der Intelligenteste, der das meiste Wissen hat, der mega gesund lebt und Sport macht und Ernährung, selbst er hat schwache Glieder in seiner Genetik, die muss man überprüfen. Ja? Deswegen, niemandem ist Gesundheit garantiert im Leben. Wenn man das überprüft, kann man sowas frühzeitig erkennen. Und das ist mein Tipp. Egal, ja, selbst Veganer. Ja, wir sind ja alle in einem Boot, wir wollen ja alle Gesundheit haben im Endeffekt. Okay, pass auf. Lasst euch überprüfen. Lasst euch überprüfen. Letzte Frage. Wie genau das geht? Geschäftsgeheimnis. Achtstelliges. Ja. Warum braucht man einen CFO? Weil man sonst scheiß Entscheidungen trifft und nicht skalieren kann. Warum kann man nicht skalieren? Weil man dann irgendwie auf einmal Forderungsbestände bis zum Abwinken hat. Mhm. Dadurch ist es scheißegal, wie viel du reinholst im Vertrieb. Mhm. Kommt nicht auf dem Konto an. Mhm. Das messe ich in der Buchhaltung, kannst du am Ende noch nicht mein Auto leasen. ja, es ist halt alles so, ne? Ja, du hast schon alles erlebt, oder? Ja, natürlich habe ich alles erlebt. Ne? Und am Ende geht es in den Insolvenzmodus, ne? Und dann kriegst du richtig Stress. Der Insolvenzmodus, schwierig. Genau. Also von Anfang an ruhig Zahlen im Griff haben. Starker Vertrieb, gutes Finanzmanagement, das kommt immer an zweiter Stelle. Die beiden Sachen machen Bulletproof. Geil. Also, wenn ihr dabei Hilfe braucht, Robert ist your man. Kurze Frage an dich, was möchtest du meinen Zuschauern schon immer mal mitgeben in Sachen Mindset, Persönlichkeit? Mindset, Persönlichkeit, ja. Stärken ist immer schön, aber wenn du 80-20 auf deine Schwächen auskonterst, dann hast du deutlich mehr gewonnen, als wenn du nur deine Stärken stärkst, weil dadurch hast du diesen riesen Abgrund nicht. Wenn du kein strukturierter Typ bist, 80-20 kriegt das im Griff sozusagen. Geil. Und dann kannst du deine Kreativität ausleben wie sonst was. Geil. Also, für die Schwächen hat man ja auch meistens Mitarbeiter, die das mit Liebe machen. Ja, aber das musst du ja auch einmal strukturieren. Genau. Ja, und wenn du das nicht schaffst, ich merke schon, 20% ein bisschen Gummi geben, einmal richtig strukturieren, wie die Buchhaltung, danach kannst du laufen, Set and Forget. Das stimmt sogar. Wenn du das Set nicht hinbekommst, dann kannst du es nicht forgetten und dann hast du immer den Stress. Das stimmt. Dann hilft dir der ganze andere Bums auch nichts. Das ist geil. Set and Forget, merkt euch das. Geiles Mindset. Danke dir. Geil, Robert. Danke dir. Wir machen jetzt hier den letzten Vortrag des Abends. Die Leute räumen schon die Flaschen ein. Ich freue mich, hier nächstes Jahr auf der Bühne stehen zu können. Hier blenden wir jetzt mal den Betrag ein, der Uhren, die wir erfragt haben. Da bin ich super gespannt drauf. Hier seht ihr den jetzt. Richtig krass. Im nächsten Jahr bei der Gewinnernacht werdet ihr mich sehen. Ruben, liebe Grüße an dich. Du wirst das wahr machen. Ich freue mich, hier schon richtig zu rasieren, meine Energy nach außen zu geben. Mir macht nämlich nichts mehr Spaß, als auf der Bühne zu stehen, Leute zu inspirieren, inspire fucking greatness, den Leuten zu sagen, wie sie das Beste aus sich rausholen können. In diesem Sinne, danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Geile Gewinnernacht. Haut rein. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.